Herzlich willkommen zu Rallycross. Rallycross? Okay. One Player. Siehst du, kannst nämlich sogar zu viert spielen. Wir gehen hier auf Options und gehen dann direkt auf Single Race. Unlimited Laps wäre eine gute Idee, aber ich würde sagen, wir gehen mal auf Race und Rookie und Oasis Island oder Lost Mines. Ich würde sagen, wir setzen mal einen Speicherpunkt. Vorwärts oder rückwärts? Alter, das ist ja eine Menge Optionen hier. Nehmen wir. Alter, diese Musik. Genau, wir spielen da alle PlayStation 1-Spiele an und heute kommt Rallycross dran. Das hört sich sehr, sehr vielversprechend an. Die meisten Kritiken waren auch eher positiv. Wurde mit Sega, jetzt muss ich gerade lügen, wurde verglichen mit Segas Championship irgendwas. Wahrscheinlich nicht so hoch drin. Und kommt nicht mal unbedingt hier auf den Speed drauf an. Weil du hast so eine Streckengegebenheiten, dass du eher rausfinden musst, wo was wie gut ist. Du wirst ziemlich oft umkippen. Geil, also Fahrphysik und alles finde ich Hammer. Und auch das Quietschen des Wagens, sehr schön. Geil, also ich meine, das hat was. Ey, das müssen wir zu zweit spielen. Würde zwar auch gerne. Oh, okay. Naja, da haben wir schon. Würde zwar auch gerne zu viert spielen, aber so viele Freunde habe ich nicht. Okay. Ja, tue mich schwer, weil das war so ein bisschen Kritikpunkt bei einigen, dass du relativ schwer reinkommst, weil du halt am Anfang ziemlich oft auf der Seite liegen wirst. Ah, okay. Beispiel A. Kann ich da Select drücken oder irgendwas haben? Mit Select wechsle ich die Kamera. Start. Kreis, Viereck, Dreieck. Ach, guck mal, ich kann mich. Lustig. Das ist R2. Ach nee, wirklich? Cool. Geil, aber das hammernde Spiel. Ja, und hast verschiedene Bodenbeschaffenheiten, mit denen du kämpfen musst. Sehr, sehr geil. Gefällt mir richtig gut. Alter. Weil du halt hier nicht, also, ne, sollst kein kann nicht rückwärts fahren? Sollst hier keinen schnellen. Ah, hier, Dreieck, okay. Ja, gut. Aber auch so von der Grafik hat definitiv was. So zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, ja, geile Grafik. Der Wagen quietscht einfach nur. Hätte man vorher ölen müssen. Okay, verstehe. Ist meine Vorderseite kaputt gegangen? Haben die mich überrundet? Nee, ich habe die überrundet. Mit Sicherheit. Ja, du musst halt aufpassen, dass du nicht zu viel Gas gibst. Aber ich stelle mich, glaube ich, trotzdem ziemlich bedeppert an. Ich werde aber mit der Kamera gleich nochmal gucken, dass wir da umstellen können. Ah, klappt doch schon ein bisschen besser. Naja, passt. Okay, das ist die Ego-Ansicht auf Select. Lustig. So. Die einzige Rampe, die war relativ gut meistern. Weiß ich, ob Bremsen wirklich nur der Rückwärtsgang ein Dreieck ist. Oder ob es da auch nochmal Unterschiede gibt. Ja, aber läuft schon immer, immer besser. Weiß ich, wann finden die Weltmeisterschaften statt? Ach komm. Ja, das hat richtig so Rallye-Gefühle. Löst das aus. Geil wäre jetzt auch noch, wenn die Autos kaputt gehen. So ein bisschen Crash Team Derby. Oh. Nicht zu viel quatschen. So ein bisschen Crash Team Derby. Nee, was? Crash Derby? Wie heißt das nochmal? Ihr wisst, was ich meine. Eins der besten Rennspiele überhaupt. Ja, wenn das so gemixt wäre. Mit den Fahrzeugen, die so kaputt gehen könnten, da wäre das richtig Hammer. Man muss das dann wirklich aufpassen, wie du wo lang fährst und wie oft du den Gegner berührst. Wäre mit so einem Strecken richtig spaßig. Naja. Bin ich eigentlich letzter? Entschuldigung für die Frage. Ja, wir werden gleich Heuladen in die zweite Strecke reinstarten. Jetzt kommt auch noch mein nicht vorhandenes Gehirn.
was die Orientierung anbelangt dazu, dass ich mir einfach die Strecke nicht merken kann. Aber so hast du jedes Mal was Neues. Das ist nicht nur von Nachteil. Krasse Wassereffekte. Aber hast du so, also so oft hast du jetzt noch keine Wassereffekte bei der PS1 gehabt. Bin ich jetzt im Ziel oder was? So, jetzt hier duellieren bei uns. Sehr gut. Ja doch, ich will hier ein bisschen Fahrgefühl auf der Strecke lernen, dann können wir auf der nächsten richtig durchstarten. Geiles Spiel. Da kannst du auch lang. Siehst du? Da kannst du nicht lang, aber da hättest du lang gekonnt. Geil, also die Option, alles Grafik. Taugt. Ich glaube, da links hättest du auch was. Ah, guck mal, der fährt da oben lang. Da links hättest du auch was lang gekonnt. Okay, sind wir jetzt hier bald mal fertig mit der Runde. Geil finde ich auch den Modus, dass du endlos fahren kannst. So, ich glaube, jetzt sind wir durch. Ja, nicht ganz erster, nicht ganz, aber fast. So, lade ich jetzt neu oder fährt er automatisch fort mit der Replay erst auch? Mit der nächsten Strecke. Gott, Bildschirm kaputt. Na, vierter nur gewonnen, ist denn da los? Ja, ein bisschen, also nicht mal eine Minute drüber über den anderen. Okay, X. Okay, ja, dann können wir hier wieder neu laden und gehen mal auf das Island. Was meins könnte auch nochmal interessant werden. Version A vorwärts. Also wie viel... Guck mal, wir nehmen mal den anderen. So, warte mal. Handling. Speed. Weiß nicht, ob wir noch mehr Speed gebrauchen können. Wollen wir erstmal den nehmen? Komm, wir nehmen erstmal den. Damit wir uns noch mehr blamieren können. So. Okay. Sind ein gelbes Auto. Da habe ich uns schon immer gesehen. So, jetzt geht's. Ah, geile Grafik. Hammer. Also, ich meine es wirklich ernst. Richtig gut. Vor allem atmosphärisch. Das. Respekt. Ein bisschen blöd, dass er Kameraperspektiven nicht beibehält. Aber das hast du eh selten. Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt schon mal hattest. Oh. So, jetzt gar nicht überhasten. Werd erster jetzt mit meiner gekonnten Fahrweise. So, und jetzt Vollgas ist wahrscheinlich negativ. Na, noch nicht. Okay, der steuert sich aber gut. Besser als der andere. Den anderen bin ich gefühlt nicht um die Kurven gekommen. Krass, sehr schön. Mit Schlamm und alles. Wie ist das PlayStation 3 Spiel? Spielen wir immer Weihnachten mit Opa, Mutterstorm. Das finde ich auch richtig gut gemacht. Grafik auch Hammer. War ja einer der Launch-Titel, ne, für die PS3. Das hier ist wie so ein, keine Ahnung, wie der Vorgänger, als hätten sie sich hieran orientiert. Sehr geil, das auf der PlayStation 1 zu sehen. Ich glaube, das macht heute auch noch. Wenn du so eine Party hast, ein paar Leute da, kannst du das zu viert spielen. Ich glaube auch, abseits des Alters werden da viele Leute Spaß dran haben, natürlich, wenn sie auf Rennspiele stehen. Ja, ja. Ich finde die Animation richtig stark für 97. Hier auch relativ viele Leute am Spielfeld. Ja. Ich würde sagen, wir haben das aber einmal gemacht. Ich würde nämlich nochmal die andere Strecke gerne sehen. Obwohl das hier schon echt Spaß macht. Und ich mich gar nicht so schlecht schlage, wie gedacht. Ich bin immer ein Dritter. Gut, aber Erster ist noch drinne. Deswegen, wir laden hier mal neu. Und gehen mal auf Lost Mines. Die anderen alpinen Gärten
Und Stadium haben wir noch nicht. Person A vorwärts und dann nehmen wir mal den hier. Ja, der ist einfach schlecht. Okay. Probieren wir es aus. Aber geil. Ich finde das Spiel richtig gut. Das müssen wir definitiv zu zweit spielen. Lustiges, wenn wir zu zweit aufnehmen, gucke ich hier auch immer, ja, was gibt's so für Multiplayer-Spiele? Das, da habe ich nie Erwähnung zugefunden. Vielleicht ist das nicht in Amerika rausgekommen. Da habe ich aber gerade nichts von gelesen. Also kann die positiven Kritiken voll verstehen. Steuert sich ja noch geiler. Alter, ist das eine Action. Geil. Im Pulsspiel auch schön schnell, ne? Oder habe ich mich zu sehr dran gewöhnt? Ach nein. Oh, wow, wow, wow. Okay. Jo. Ja, ja, ja. Nein. Ja. Na, der hat mich abgedrängt. Geiles Spiel. Sehr schön. Oh, gut aufgekommen. Ja, jetzt hatten wir hier einen Frame Drop. Oder einen kurzen Lag, ja. Na. Lass mich in Ruhe. Boah, gut genommen die Kurve. Unbewusst. Oh, wow, wow. Bei welchem anderen Spiel hast du das? Also, bis dato würde mir keins einfallen. Von der Fahrphysik grandios. Ich meine, klar, sowas wie Porsche Challenge, finde ich, steuert sich noch realistischer. Weil du da wirklich merkst, wie der Wagen sich, ne, das Gewicht sich verschiebt in die Kurve. Aber es ist ja hier eher so Fun Racer und geil. Schöne, solide Steuerung. Und auch so das Crashen. Geil. Nein. Bin Dritter immer noch. Geil. Weißt du, sowas wünsche ich mir so auf dem Handy. Weißt du, irgendwie machst du 4,99. Okay, ich verstehe, ich muss mich ja umdrehen. Wie der einfach nur zuguckt. Aber gejubelt haben sie. Und fotografieren auch. Auch mit eingebaut. Bin immer noch Dritter. Ich glaube, der Vierte liegt im Graben. Ja, aber 4,99, ne, im App Store, im Google Store. Das Ding würde laufen, meiner Meinung nach. Selbe Grafik. Na, also Auflösung, ein bisschen hochgedreht. Und perfekt. Da verstehe ich nicht, wieso so wenig Entwickler sich nicht einfach PlayStation 1 Spieler an die Hand nehmen und die einfach so ein bisschen abgeändert, dass du keine Lizenzprobleme bekommst, auf dem Handy rausbringen. Vielleicht tun sie es auch und ich krieg's nicht mit. Gott, schlecht, ey. Runde 5 von 6. Jetzt bin ich Vierter, na toll. Gott. Ab hier wird's nur noch schlechter. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt auch mal für diese Runde. Geil, das spielen wir definitiv noch zu zweit. Gott. Ja. Man muss dann immer L2 drücken, vielleicht auch R2. Und dann irgendwann schafft das, sich umzudrehen. Sehr schön. Geiles Spiel. Hammer. Ach, geil. Gerne bis zum nächsten Video. Wir spielen alle PlayStation 1 Spiele an. Euch einen wunderschönen Abend. Alter. Bis dahin.